Hallo und herzlich willkommen zum 7. Rangi Live Talk. Ja, auch von mir. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Stammzuschauer und natürlich auch alle, die jetzt neu heute zum ersten Mal mit dabei sind. Genau. Und ich würde sagen, für die fangen wir damit an, dass wir uns wieder mal vorstellen. Genau. Zu meiner Linken seht ihr Ulrich Merz, den Gründer und CEO der Rangi GmbH. Ja, und rechts von mir, oder von euch aus links gesehen, steht Daniel Böker, unser Vertriebsleiter. Wir wollen euch heute auch wieder ein paar Neuigkeiten über unser Rangi-Betriebssystem präsentieren. Das macht der Daniel gleich. Und natürlich auch Neuigkeiten über den Remote-Desktop-Markt. Alles, da hat sich auch noch ein bisschen was getan wenigstens. Und dazu haben wir heute als Hauptthema Tipps und Tricks rund um das Rangi OS. Und da werden wir euch ein paar Features vorstellen, die jetzt ja, nicht neu dazugekommen sind, aber die schon ewig drin sind, aber die vielleicht nicht von jedem unbedingt bekannt, für jeden unbedingt bekannt sind. Und deswegen ja, haben wir uns heute mal ein paar Features vorgenommen und werden die euch gleich zeigen. Genau. Wir haben dann auch von 5 Stunden auf 20 Minuten gekürzt. Ja, in der Tat. Also wir machen das jetzt in mehreren Serien, genau. Nicht alles auf einmal hinterher. Genau. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit den Rangi-Neuheiten. Genau, dann lege ich einfach mal los. Und zwar fangen wir an mit dem USB Easy Login. Wir haben jetzt ergänzend zu unserer Rangi Easy Login Schiene, die ja bislang aus Smartcard und RFID Login besteht oder bestand, ein USB Login entwickelt. Da gibt es aber gleich im Rahmen von Tipps und Tricks und Features auch noch mal ein bisschen was Genaueres zu. Genauso zu dem nächsten Punkt, dass wir jetzt eben die Möglichkeit haben, Torrent Updates auszuspielen oder ein Update über Torrent durchzuführen. Da geht es auch gleich im Hauptteil genau drum. Wir haben ein Kernel-Update durchgeführt in Rangi OS. Hatte einfach Sicherheits- und Aktualitätsgründe. Es gibt jetzt seit neuestem in unserer Knowledge Base einen Sicherheitsguide. Den hat der Tobias Windrich gemacht. Es gibt zwar noch keinen wirklichen Fall, dass wir irgendwo sagen, da ist irgendwo durch einen Thin-Client-Pass eingedrungen. Aber wir geben trotzdem ein paar Hinweise, wie das Ganze eben noch sicherer gestaltet werden kann. Darüber hinaus hat der TCMS nun die Möglichkeit, den TCMS-Port individuell zu setzen, gewinnt dadurch an Funktionalität. Und wir haben natürlich wie immer Detailoptimierungen, Sicherheitsupdates und Bugfixes durchgeführt. Du hast dir wieder den Markt angeschaut. Was gibt es denn da Neues? Ja. In der Tat, es gibt zwei, drei Neuigkeiten im Bereich unserer Clients. Und zwar haben wir einmal einen neuen FreeRDP gebaut, den 2.8er FreeRDP, der jetzt in dem aktuellen Build 4 gerade heute fertig geworden ist. Der hat ein paar Neuerungen, ein paar Veränderungen bekommen. Und da müssen wir jetzt in den nächsten Wochen mal schauen, ob das von der Stabilität und von der Funktionalität sich auch auswirkt, was sich dort verändert hat, aber den haben wir jetzt mal auf den aktuellsten Stand gebracht. Die VMware, da gibt es weiterhin den 22.6er Client, da hat sich also nichts geändert seit dem letzten Live-Talk. Und bei Citrix, da gibt es mittlerweile den 22.9er Client. Dieser 22.9er Client, den hat der René Vögeli mal so scherzhaft als besten ICA-Client aller Zeiten bezeichnet. Der kann mittlerweile fehlerfrei mit seiner globalen Zwischenablage umgehen. Und es gab ein größeres Problem bei einem Kunden mit dem Resizen oder mit dem Anpassen von Bildschirmauflösungen bei Anwendungen, die im Fenster liefen. Das scheint wohl der neue 22.9er jetzt auch problemlos zu machen. Ja, was für uns jetzt insbesondere neu dazugekommen ist, ist das Composite Devices, wie zum Beispiel ein Headset. Die haben ja hier so eine Taste, um annehmen und auflegen zu simulieren und sind ja gleichzeitig auch Audiogeräte. Deswegen muss man die Devices unterschiedlich behandeln, sprich Audiogeräte werden über den Audio-HDX-Kanal mit rübergegeben und diese Taste zum Auflegen und Annehmen sollte über USB-Redirection in die Citrix-Session eingeschleift werden. Und das haben wir jetzt mit dem 22.9er für eine ganze Reihe von Devices mittlerweile umgesetzt. Diverse Jabra-Headsets sind darunter, Plantronics-Headsets und eine Bloomberg-Tastatur ist auch dabei.
Also testet es aus, wenn ihr ein Headset mit Annehmen, Auflegen, Taste, also diese Hook-on, Hook-off-Geschichte, mitnehmen wollt, dann ist das auf jeden Fall mit dem 22.9er Client eine sehr gut machbare Lösung. Ja, damit bin ich eigentlich auch jetzt wieder durch mit unseren Marktneuigkeiten. Okay, ja, und ich würde sagen, dann vielen Dank. Der Blaue bist du, ne? Genau. Ja, vielen Dank. Ich habe gerade aus unserer Regie so ein bisschen ein Zeichen bekommen, dass wir wohl kleine technische Probleme hatten und man mich nicht gesehen hat in der Kamera, in die ich gesprochen habe, sondern da in der Hauptkamera. Das bitte ich einfach zu entschuldigen. Wir machen aber einfach mal weiter. So kann passieren. Wir sind ja keine Vollprofis. Ne? Noch nicht. Genau. Ich würde sagen, dann kommen wir einfach schon mal zum Hauptteil. Und zwar zu den Tipps und Tricks bzw. den Features in RangiOS. Genau, da gibt es ja eigentlich mittlerweile so viele, dass wir uns eigentlich schwer damit getan haben, rauszusuchen, welche Features wir heute vorstellen wollen. Und haben aber doch noch eine kleine Auswahl getroffen. Ne? Fangen wir doch einfach mal mit einem neuen Feature an, nämlich diese Nachricht im Herunterfahren-Dialog. Dann komme ich nämlich auch wieder zu meinem Headset, was ich eben schon vorgestellt habe. Mhm. Und wie man so schön sieht, es hat ja kein Kabel dran. Das heißt, das muss man abends in die Dockingstation setzen. Und da ist dann mir nämlich eingefallen oder aufgefallen, dass man eigentlich häufig vergisst, das Gerät in die Dockingstation zu setzen. Ja, wir beide sind da die absoluten Profis drin. Ich denke auch. Ne? Und deswegen, dann kommt man morgens zur Arbeit und der erste Anruf kommt rein, man setzt das Headset auf, nimmt noch an, aber dann passiert nichts mehr. Genau. Und dann weiß man, aha, das Headset hat mal wieder nicht in der Dockingstation gelegen. Deswegen haben wir uns gedacht, es wäre schön, wenn man als User beim Herunterfahren des Clients daran erinnert würde, dass man zum Beispiel das Headset noch in die Dockingstation setzen muss. Genau. Ja, und ich denke mal, der Daniel, der zeigt jetzt einfach mal, wie das hier funktioniert. Und zwar unter Desktop-Konfiguration haben wir eine Option unter Sonstiges, bezeichneterweise, dass wir, wenn die Verbindung beendet wird, uns einen benutzerspezifichen Text in diesem Auswahldialog anzeigen lassen können. Also es gibt ja bestimmte Connection Ending Options und einer von diesen Connection Ending Options ist zum Beispiel auch, dass man dem Benutzer die Auswahl ermöglicht, zu entscheiden, was er zum Ende der Verbindung machen möchte. Wenn man das Gerät natürlich direkt herunterfahren lässt, ist es ja eigentlich uninteressant, was da ausgewählt ist, beziehungsweise was wir anzeigen, weil das Gerät ist ja meistens dann direkt auch runtergefahren. Also macht dieser Dialog nur Sinn in diesem Auswahlfenster, wo der Benutzer seine Optionen sehen kann. Und das zeigen wir jetzt hier. Bitte denkt dran, die Monitore auszuschalten, bla bla bla. Ne, das ist so eine klassische Geschichte, damit der Benutzer vor dem Nachhausegehen weiß, aha, ich muss noch ein paar Dinge erledigen. Und genau. Dann kann er das Gerät herunterfahren, ausschalten oder wieder neu starten. Genau, ja. Das ist schon mal ein schönes Feature zum Einstieg, finde ich. Machen wir einfach weiter. Und zwar gibt es als nächstes den USB Easy Login, den ich eben schon kurz angesprochen habe, der eben diese ganze Easy Login Schiene von uns ergänzt. Das heißt, bislang gibt es Smartcard und RFID Login und jetzt gibt es eben den USB Login noch ergänzend. Bei der Einrichtung ist es so, dass das Ganze verschlüsselt wird. Das heißt, wir haben drei Faktoren, mit denen wir verschlüsseln. Das ist einmal ein individueller Token, der vom Client vorgegeben wird. Es gibt einen individuellen PIN, den man festlegen kann. Und ist nicht zwingend erforderlich, von uns aber dringend empfohlen, einen USB-Stick zu nutzen, der eine eigene Seriennummer hat. Weil dann nimmt der USB Easy Login diese Seriennummer als dritten Faktor und macht das Ganze natürlich noch sicherer. Das individuelle Token, was festgelegt wird, das kann natürlich über den TCMS verteilt werden für Gruppen. Wenn man zum Beispiel sagt, der Vertriebler darf nur die Geräte im Vertrieb nutzen, kann er sich an jedem Gerät dann eben anmelden, aber in einem Support zum Beispiel nicht. So, das Ganze wird eingerichtet über einen Thin Client, das heißt, ich bin jetzt hier wieder in der Combox und dort gibt es jetzt seit neuestem eben das Software-Modul Rangi USB Drive Admin. So, das kann man sich dann eben als Software-Modul installieren und kann das Ganze dann eben weiter einrichten. Mhm. Um es weiter einzurichten, wenn es dann einmal installiert ist,
gehen wir wieder auf die Übersicht, gehen auf Verbindungen und Anwendungen. Hier gibt es dann eben den Punkt Rangi USB-Stick Admin. Dann kann man eben schauen, ob ein USB-Stick angeschlossen ist. Ich habe schon mal einen eingesteckt, der auch schon konfiguriert ist. Das heißt, ich kann hier klicken, USB-Stick lesen und sehe, ob auf diesem Stick schon ein Schlüssel drauf ist. Ich sehe natürlich nicht, was das für ein Schlüssel ist, sonst wäre es einfach zu knacken, das System. Sondern ich sehe nur den Benutzernamen und die Domäne verschlüsselt. Das Ganze, oder wenn ich ihn zum ersten Mal oder erneut beschreibe, einen USB-Stick, kann ich das Ganze über diese Maske hier machen. Ich kann den Anmeldebenutzernamen, ich kann die Domäne, das Passwort zweimal und die individuelle PIN festlegen. Kann auch, wenn ich möchte, den Server mit auf den USB-Stick schreiben. Wenn man die Daten eingetragen hat, kann man auf USB-Stick schreiben klicken und dann ist der USB-Stick eben als Schlüssel definiert, eingerichtet und kann genutzt werden. Wir müssen dann natürlich noch dran denken, auch in der Verbindung eine entsprechende Option mitzugeben. Wir machen das jetzt hier mal mit dem FreeRDP, mit dem LiveTalk, können hier mal lieber ins Bearbeiten gehen und sehen eben dann als Login-Modus den Rangi USB-Stick und als kleine Sicherheitsvariante oder noch Sicherheitsfeature gibt es die Option Beende Verbindung, wenn Smartcard oder Token entfernt wird. Das heißt, dann wird die RDP-Sitzung sofort beendet, wenn man eben den USB-Stick zieht. Ich ziehe den USB-Stick jetzt hier einfach mal, um das einmal zu demonstrieren. Minimiere mal die Combox und starte mal die RDP-Verbindung LiveTalk. Und dann sehen wir, dass er darauf wartet, dass der USB-Stick gesteckt wird. Ich stecke den USB-Stick jetzt einmal ein. Dauert eine kleine Sekunde, bis er gefunden und dann auch eingebunden ist. Aber sobald er eingebunden ist, erkennt er das und fragt mich nach meinem PIN. Den gebe ich einmal ein und sehe, dass die RDP-Verbindung sofort gestartet wird. Ich bin jetzt auf meinem RDP-Desktop. Und jetzt auch zur Demonstration, wenn ich den USB-Stick ziehe, zack, ist die Verbindung weg. So. Ich denke, das ist auch ein schönes Feature. Es gibt natürlich immer noch so ein paar Warnmeldungen. Wenn der PIN falsch ist, wird eben gezeigt, dass der PIN falsch ist. Aber ich denke, das ist ein schönes Feature, was wir da noch zusätzlich jetzt drin haben. Genau. Ja, das Schicke an dieser Lösung ist natürlich, dass der USB-Stick eigentlich in jedes Gerät eingesteckt werden kann. Wir brauchen keinen zusätzlichen Smartcard-Reader oder RFID-Reader. Man sollte vielleicht darauf achten, dass man USB-Sticks verwendet, die eine Seriennummer haben, weil wir diese dann auch für die Generierung der Verschlüsselung benutzen wollen. Ja, apropos USB. Damit der Daniel nicht hergeht und seinen USB-Stick überall reinsteckt, gibt es noch ein schönes Gimmick. Das ist nämlich der USB-Guard, der USB-Wächter sozusagen, der dafür sorgt, dass wir an einem Gerät nur eine definierte Menge an USB-Geräten oder nur eine gewisse Art von USB-Geräten zulassen. Und der ein oder andere wird es wahrscheinlich schon fälschlicherweise, sage ich mal, beim Setup-Wizard aktiviert haben, um sich dann zu wundern, warum die Tastatur nachher beim User nicht mehr funktioniert hat. Und tatsächlich ist das dann der USB-Guard, der dafür sorgt, dass nur eine bestimmte Kombination an USB-Geräten an den richtigen Ports nachher wieder funktioniert. Okay. So, wir gucken uns das gerade mal an. In der Combox unter Peripherie gibt es den Menüpunkt USB-Geräte und in den USB-Geräten können wir den USB-Guard konfigurieren. Standardmäßig ist er ausgeschaltet natürlich und hier kann man das einfach durch ein Häkchen aktivieren. Wichtig ist dann noch die Option, was soll mit Geräten passieren, die wir bis jetzt nicht kennen. Da empfiehlt es sich natürlich erstmal alles zu blockieren. Also gerade wenn ich ein Gerät fürs Homeoffice fertig mache, wo ich sicher sein möchte, dass nur die Tastatur und Maus zum Beispiel daran funktioniert, kann man dann sagen, und alles andere, was dann doch noch reinkommt, das blockieren wir. Ich kann es sogar ablehnen. Ablehnen würde dann bedeuten, dass der Administrator diese Geräte noch nicht mal mehr sieht. Dementsprechend kann ich hier die Regeln einstellen, so wie ich es gerne hätte. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück auf die Übersicht und da sehen wir jetzt, was alles an USB-Geräten da ist. Ein TP-Link, USB-LAN-Adapter, ein Transcend-USB-Stick, den der Daniel gerade eben eingesteckt hat, aber auch eine Maus und eine Tastatur. Ne? Wo ist die Maus? Die Maus ist hier. Maus ist auch da, Sherry, ne? Mhm. Das ist alles von Sherry, genau.
Ja, und für diese Geräte gibt es dann entsprechende Regeln. Das haben wir da unter USB-Guard-Geräteverwaltung. Und wie wir sehen, haben wir im Moment alles zugelassen. Was ja auch sinnvoll ist, weil die Geräte, die wir aktuell dran haben, sind alle sozusagen zugelassen. Aber hier kann ich auch einzelne Geräte sagen, dieses USB-CD-ROM zum Beispiel, den möchte ich blockieren oder ablehnen, weil der User soll zu Hause kein USB-CD-ROM nutzen, und um irgendwelche CDs einzulesen oder sowas. Das sind dann solche Einstellmöglichkeiten, die es vereinfachen oder die es ermöglichen, die Geräte individuell zuzulassen oder abzulehnen. Genau. Im Übrigen wird das gekoppelt mit dem Port. Das heißt, wenn man diese USB-Regel definiert hat, dann ist ein bestimmtes USB-Gerät auch nur an diesem Port funktionsfähig. Da muss man gut drauf achten. Das heißt, wenn man das einmal aktiviert hat, dann kann man eine Tastatur nicht an irgendeinen Port mehr dranhängen, sondern wirklich an dem Port, wo man es dann zugelassen hat, sozusagen. Genau. Ja, das wäre im Moment das mit dem USB-Guard. Ja. Und jetzt bist du nochmal. Genau. Das nächste Feature, was wir uns ausgeguckt haben, ist der Fastboot. Weil wir natürlich immer wieder Kunden am Telefon haben, vor allem im Support, die sagen, der Bootvorgang dauert was lange. Dementsprechend haben wir quasi eine Fastboot-Option eingebunden. Die Standard-Boot-Variante, da ist es so, dass die das Betriebssystem aus den gepackten Firmware-Daten bootet und dann eben beim Hochfahren eine Konfiguration erstellt. Bei der Fastboot-Option ist es so, dass dort eine schon entpackte Version der Firmware mit einer bereits hergestellten Konfiguration gebootet wird. Fastboot erstellt dann eine weitere Partition, die das entpackte Betriebssystem enthält. Und für die Erstellung braucht das Gerät dann einmalig 4 bis 5 Minuten. Und nach jedem Firmware-Update muss die Fastboot-Partition aktualisiert werden. In der Regel lässt sich durch den Fastboot lassen sich bis zu 20 Sekunden Bootzeit einsparen. Die Einrichtung ist dabei relativ simpel. Wir gehen wieder über die Combox, haben direkt hier unten links das Menü Werkzeuge und können hier die Bootkonfiguration auswählen, kommen dann eben in die genauen Einstellungen des Bootvorgangs und haben hier direkt die Überschrift RunGOS Fastboot. Da können wir wieder den Haken setzen, aktiviere RunGOS Fastboot. Und wenn wir das dann speichern, ist der Fastboot eben aktiviert, wird dann eben einmalig initialisiert quasi. Es gibt hier noch die Option überspringe Prüfung der Hardwareanforderungen. Da ist es so, dass der Fastboot bis zu 8 GB, meine ich, auf dem Flash-Speicher benötigt. Ja, mindestens. Oder 8 mindestens GB, 8 GB ne, benötigt. Wir haben in der Vergangenheit Geräte mit 8 GB ausgestattet und wir haben festgestellt, bei 8 GB könnte es zu Problemen kommen, dass Fastboot nicht ordentlich hergestellt wird. Genau, das heißt, wenn aber der Administrator sicher ist, wie zum Beispiel bei unserer aktuellen Hardware, die kommt ja immer mit 120 GB, da wird das kein Problem sein, da kann man den Haken auch setzen. Richtig. Sonst sollte man es eher lassen, damit das eben überprüft wird. Bei der aktuellen Hardware oder bei den aktuellen Firmware-Versionen ist es ja auch so, dass die Geräte eigentlich automatisch den Fastboot beim Setup-Wizard aktivieren und dann auch einrichten. Ne? Genau. Ja, und dann hat man den Fastboot eingerichtet und spart sich eben mal bis zu 20 Sekunden im Bootvorgang. So, genau, ich hatte eben noch vom Torrent-Update geredet. Da hast du dich wieder mit genau. ein bisschen detaillierter befasst. Torrent-Update war eine Funktion, die uns jetzt eigentlich auch schon 10 Jahre begleitet hat, beziehungsweise die schon öfter mal auf der Wunschliste stand und wo wir aus zeitlichen und auch technischen Gründen teilweise nicht dazu gekommen sind, die ordentlich einzurichten. Wir hatten letztens einen sehr fähigen Praktikanten, danke an Martin im Übrigen, dass er das so toll gemacht hat. Der hat sich mal mit Torrent beschäftigt und hat in den 2 Wochen, die er bei uns war, diese Funktion umgesetzt und eingebaut, beziehungsweise eingebaut hat es nachher der René Vögli, aber so die Basics hergestellt. Und es geht darum, dass der TCMS grundsätzlich ja das Repository bereitstellt für alle Anwender, für alle Thin-Clients. Und alle Thin-Clients, die Informationen bekommen, ich brauche ein Firmware-Update, gehen zum TCMS und laden sich das vom TCMS herunter. Jetzt kann es natürlich sein, dass schon einzelne Geräte vielleicht eine Update-Datei haben,
die andere Geräte noch brauchen. Und dann wäre es ja sinnvoll, wenn diese Update-Funktion, diese Update-Pakete nicht vom TCMS auf alle Clients verteilt werden müssen, sondern die Thin Clients sich dann auch untereinander sozusagen die Pakete anbieten und verteilen. Und genau das macht diese Torrent-Funktion. Hier kann man tatsächlich am TCMS in den Settings hergehen. Aha, du hast es sogar da. Wunderbar. Ja, selbstverständlich. Das ist ja perfekt. Mann, als wäre man vorbereitet. So, und da kann man in den Settings auf jeden Fall hergehen und diese Torrent-Funktion aktivieren. Ich glaube, du musst dich nochmal anmelden. Sonst nimmt er das nicht. Und da gibt es entsprechend eine Option, die man aktivieren kann. Man muss sie nicht aktivieren. Wie gesagt, das ist dann optional. Und wenn das aktiviert ist, dann sammelt der TCMS auch die Informationen, welche Thin Clients haben welches Softwarepaket schon bekommen und kann dann entsprechend anderen Thin Clients die Info geben, wo sie sich das herunterladen können. So, und parallel dazu gibt es dann auch noch in der Combox eine Einstelloption am Thin Client. Also auch nicht jeder Thin Client, der in einem TCMS mit Repository bzw. mit BitTorrent-Funktion sich befindet, muss diese Funktion nutzen. Das heißt, die muss hier auch dann aktiviert werden. Unter Softwareaktualisierung gibt es da dann entsprechend auch unter Update-Server-Einstellungen eine weitere Option, um zu sagen, verwende Peer-to-Peer bzw. BitTorrent. Das ist die Option, die dann eingestellt werden muss. Und hier könnten dann die Thin Clients an dem TCMS sich anmelden und ihre Daten bzw. ihre Pakete entweder vom TCMS herunterladen oder über die Informationen, die sie vom TCMS bekommen, auf von anderen Thin Clients die Informationen beziehen und dann nach Bedarf vom TCMS oder von anderen Thin Clients herunterladen. Genau. Was da wichtig ist, ist, dass man, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, eben als Server den TCMS eingibt und als Verzeichnis das Repository. Ganz genau. Genau. Und dann kann man den ganzen Vorgang schön beobachten. Das heißt, wenn man einen Download jetzt anstößt, dann gibt es in dem Reiter Torrents dann entsprechend noch eine Auswahlliste oder eine Anzeige der Pakete. Genau, was jetzt hier leider nicht funktioniert, weil das kein produktiver TCMS ist. Das ist ein TCMS, ja, den wir extra jetzt eben nochmal aufgesetzt haben, einfach um zu zeigen, wo man den Haken setzen muss. Normalerweise hier über den Button Torrents würde man dann eben den Update-Vorgang oder den Update-Fortschritt beobachten können. Ich denke, das ist auch klar, wenn wir jetzt mit zwei Thin Clients oder mit einem Thin Client vom TCMS was runterladen, dann haben wir natürlich auch keine Menge an Thin Clients, die jetzt woanders ihre Daten herholen können. Sinn macht das erst, wenn ich ein Firmware-Update ausrollen möchte auf 20 oder auf 200 Geräte, wo die Geräte dann untereinander auch mehr kommunizieren können und sich ihre Daten auswechseln oder austauschen können. Genau. Ja, wir haben ja auch schon den ersten Kunden, der es nutzt. Unser sehr guter Kunde, mit dem ich ja regelmäßig telefoniere, der immer schon up-to-date ist, der weiß grundsätzlich, bevor wir was wissen, weiß er schon Bescheid, was es gibt. Ich wollte gerade sagen. Dem haben wir das quasi schon einmal erläutert vorab und dann ist das, oder hat es zumindest getestet, wie es funktioniert und ich glaube ganz zufrieden, ich habe zumindest nichts Gegenteiliges gehört. Ja. Genau, ja. So viel dann zu den Torrent-Updates. Als nächstes und ich glaube auch als letztes Feature haben wir noch uns überlegt, dass wir die Webcam-Einstellungen zeigen, die wir im RangeOS machen können. Ja, ist ja ein sehr interessantes Feature, weil gerade bei Meetings, da will man ja nicht irgendeinen Hintergrund haben, sondern vielleicht auch einen standardisierten Hintergrund. Richtig. Ne? Und man möchte vielleicht auch nicht mit der Weitwinkelkamera, die man angeschlossen hat, sein ganzes Büro filmen, sondern nur einen Ausschnitt oder sowas. Das lässt sich aber auch alles aus RangeOS steuern. Wir haben dazu unter dem Punkt Peripherie die Webcam und sehen dann da eben, welche Webcams angeschlossen sind. Das ist in dem Moment einmal die Bisoncam, das ist die in meinem Laptop integrierte Kamera und das ist schon mal unsere Virtual Webcam, die ich hier schon mal eingerichtet habe. Die würde nicht da stehen, wenn man sie nicht einrichtet. Wir fangen mal mit der integrierten Kamera an. Hier würde natürlich auch dann eine Kamera auftauchen, die per USB angeschlossen ist. So, über den Punkt Testen können wir das Bild der Kamera testen. Dann öffnet sich ein kleines Zusatzfenster, da sehen wir jetzt mich, hallo. Und wir haben hier die Möglichkeit, über die Einstellungen ein paar Einstellungen vorzunehmen. Wir können Auflösung einstellen, wir können das Gerät wählen. Wir haben Möglichkeiten, das Bild
zu verändern. Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton. Wenn die Kamera Zoom unterstützt, wäre hier auch ein Zoom eingeblendet. Das kann die Kamera jetzt nicht, weil es halt eine Onboard-Kamera ist. Die sind jetzt nicht unbedingt die besten. Und wir haben hier noch ein paar Möglichkeiten für Fotoaufnahmen, Einstellungen vorzunehmen. Das Ganze finden wir auch in den globalen Einstellungen. Dann sieht das ein bisschen anders aus, hat aber im Prinzip die gleichen Möglichkeiten. Hier können wir den Zoom tatsächlich festlegen. Der wird allerdings nur genutzt, wenn eben die Kamera es unterstützt. Genau. Wir haben hier einmal einen Schieberegler. Wir können das Ganze über eine Zahleneingabe steuern. Da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Was aber interessanter ist, ist eigentlich unsere virtuelle Webcam. Und zwar, die wollte ich jetzt mal sehen. Genau, dann muss man einfach nur den Haken hierbei aktiviert setzen, das habe ich schon gemacht. Man kann sich eben hier, wenn man mehrere Kameras angeschlossen hat, auswählen, welche man hierfür nehmen will. Kann einen vordefinierten Hintergrund wählen. Wir haben hier 6 Hintergründe schon mit auf den Weg gegeben. Man kann aber auch einen benutzerdefinierten Hintergrund hochladen. Das heißt, ich könnte ein Foto von meinem Arbeitsplatz machen, dann sieht es auch für alle so aus. Wenn ich im Homeoffice sitze oder im Hotel oder am Strand, als würde ich... Das wäre jetzt, glaube ich, nicht der Sinn und Zweck von dieser Virtual Webcam, dass man das Chaos, was man bei dir wegnehmen möchte, dann als Foto wieder einblendet. Genau, also. Dann mache ich lieber ein Foto vom Homeoffice und lege es, wenn ich hier im Büro sitze, davor. Noch eins von der Wüste, wo ich... Ich komme mit dem Kaffee immer ganz gut klar. Ja, dann machen wir Kaffee. Das können wir jetzt hier leider nicht testen, wenn wir hier testen gehen, sondern da zeigt er das Bild ohne Hintergrund an. Wie wir es eben auch schon von der anderen Webcam hatten. Wir können das Ganze aber natürlich einmal zeigen, indem wir in unseren Big Blue Button gehen, unsere Meeting-Lösung, die wir nutzen. Wir können das Ganze einmal starten. Ich gehe jetzt mal nur auf Zuhören, sonst kriegen wir diesen Audio-Test. Genau. So, dann kann ich hier diese Präsentation einmal schließen, kann einmal die Webcam freigeben. So, wähle hier die Virtual Webcam. Und sehe jetzt hier direkt schon den Hintergrund, gebe das jetzt einfach mal frei, mache das einmal groß und dann sieht man, ich sitze wieder im Café, wo ich letztens noch im Urlaub war. Quasi. Ja, wunderbar. Genau. Mit dem Meer im Hintergrund, ne? Genau, man hätte jetzt noch ein bisschen an der Farbe drehen können, da habe ich, glaube ich, ein bisschen mit rumgespielt. Ja. Ist das im Hintergrund deine Frau oder war meine das Freundin. Aber hat keiner gehört. Keine Gerüchte streut. Genau, nein. Alles, nein, nein. Ja, aber ich finde das auch ein schönes Feature, einfach noch, damit man die Möglichkeit hat, und das Ganze eben lokal zu machen und nicht eben über andere Lösungen. Ja, und vor allen Dingen, das funktioniert dann tatsächlich auch in allen Anwendungen, Teams, genau. Zoom, alles, was lokal auch läuft, das ist schon mal eine sehr schöne Sache, weil da haben die Linux-basierten Applikationen tatsächlich noch so einen kleinen Nachteil, dass sie nicht überall einen Hintergrund anbieten. Genau. So, da sind wir erstmal wieder durch mit unseren Tipps und Tricks oder das, was wir uns heute vorgenommen haben, haben wir jetzt erstmal präsentiert und ich hoffe, dass das für euch auch eine sehr interessante Präsentation war. Wie gesagt, mehr Tipps und Tricks gibt es noch in Zukunft, da werden wir noch weiter drauf zukommen. Genau. Ja, absolut. Ich denke, bevor wir uns verabschieden, kommen wir noch kurz, fragen wir, ob es Fragen aus der Zuhörerschaft gibt. Genau. Gibt es welche? Ja. Welche, genau? Ja, uns wurden auch wieder viele Fragen gestellt. Zuerst, welche Firmware-Version brauche ich für Torrent-Updates? Ja, das ist tatsächlich die aktuelle 11er-Firmware. Die muss man schon installiert haben, also sowohl auf dem TCMS, die aktuelle TCMS-Version, als auch die aktuelle Firmware. Im Moment sind wir bei Build 278, also das entsprechend dann auf den Thin-Clients und auf den TCMS installieren, damit doch die Funktionalität dann vorhanden ist. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Ja, dann haben wir noch eine Frage. Ist der USB-Schlüssel schon in der neuesten Firmware drin? Das ist er, also reden wir USB-Schlüssel, genau. Das USB-Easy-Login, ja. Genau, also auch in der 278er Bild, was aktuell ist, ist das schon drin. Allerdings wird zur Nutzung eine separate Lizenz pro Gerät benötigt. Das heißt, es ist nicht wie ein FreeRDP oder wie ein Chromium oder sowas von vornherein mit im Auslieferzustand oder mit im System drin, sondern man braucht eine separate Lizenz. Wenn es da Interesse gibt, gerne einfach bei uns im Vertrieb melden, entweder unter der Durchwahl 520. Oder unter vertrieb@rangi.com, dann kalkulieren wir gerne ein Angebot und kümmern uns um die Anfrage. Man muss noch berücksichtigen, der USB-Stick selber kann der Kunde selber kaufen. Richtig. Also bei unserer Smartcard-Login-Geschichte oder bei der
na, wie heißt das, RFID-Token-Geschichte. Da liefern wir die Geräte ja vorkonfiguriert aus. Genau. Bei den USB-Sticks kann der Kunde tatsächlich seine USB-Sticks selber bespielen. Insofern von billig Werbeartikel, 2 Euro oder sowas das Stück, bis super genau. teuren Kingston-Modellen ist alles möglich. Genau. Muss auch nicht nur für diese Funktion genau. genutzt werden, kann weiterhin als USB-Stick genutzt werden. Man darf halt nur eben diese Ranji-Datei nicht löschen, logischerweise, sonst funktioniert es nicht mehr. Und man braucht halt keinen Reader mehr. Also insofern ist genau. es von der Handhabung natürlich sehr einfach, weil ein User mal den USB-Stick zu Hause vergessen hat. Einfach einen neuen herstellen ist relativ easy going. Genau. Und dementsprechend kann man da auch für den User Support mit Sicherheit eine interessante Alternative dann bieten. Ja. Weitere Fragen? Ja, dann kam noch die Frage, ich habe im Hinterkopf, dass der Bootvorgang neben dem Fastboot noch weiter beschleunigt werden kann. Wie geht das? Okay, da gibt es bei uns auf der Webseite, glaube ich, einen Artikel zu. Ja. Na, da hatten wir einen Artikel, Knowledge Base Artikel. Da müsste man vielleicht mal unter dem Thema Startgeschwindigkeit suchen. Da müsste es eigentlich was geben, wo bestimmte Einstellungen beschrieben werden, zum Beispiel im Netzwerkbereich, dass man das Device hochfahren lässt oder dass man das Gerät hochfahren lässt, ohne dass man auf die Netzwerkverbindung wartet und dass man, wenn kein TCMS vorhanden ist, dann entsprechend auch keine TCMS-Registrierung macht. Also da gibt es eine Reihe von Einstellungen, die aber in der Knowledge Base auf der Webseite auch in einem bestimmten Artikel beschrieben sind. Die Artikelbeschreibung habe ich nicht hundertprozentig. Aber Startgeschwindigkeit. Vielleicht können wir den Link nachträglich unter dem YouTube-Video dann mit reinpacken. Das kriegen wir hin, genau. Alles klar. Noch Fragen oder war es das? Eine letzte Frage haben wir noch. Und zwar, ab welcher Anzahl Clients darf man sich guter Kunde nennen und bekommt direkte Infos? Gute Kunden haben wir. Wir haben nur gute Kunden. Genau. Wollte ich gerade sagen. Das hat genau. nichts mit der Anzahl der Clients zu tun. Nee, man wird ein guter Kunde, wenn man einmal die Woche bei uns anruft und fragt, ja. wie es uns geht. Dann ist man auch ein guter Kunde. Dann rufen die alle an. Das willst du nicht wirklich haben. Ja. Aber. Nein. Also. Es gibt nur gute Kunden. Wollte ich gerade sagen. Und es gibt regelmäßig unseren Live-Talk, unsere Newsletter. Die guten Kunden folgen uns auf allen Social-Media-Kanälen und erfahren da aus erster Hand sofort, sobald was Neues gibt, was es Neues gibt. Genau. Und im Zweifelsfall spätestens beim nächsten Live-Talk. Und die guten Kunden sind alle Kunden dann auch wieder mit den Informationen auf dem aktuellen Stand. Definitiv. Und die guten Kunden sind die, die einen, wenn man im Kundenbesuch da ist, zum Bier einladen. Das grundsätzlich. So viel dazu. Prima. Haben wir noch weitere Fragen oder war's? War das die letzte? Das war's, okay, alles klar. Prima. Ja, dann sind wir am Ende angekommen. Genau. Ne? Den nächsten Live-Talk gibt es am 15.12. Das heißt, wir strecken so ein bisschen. Und zwar bringen wir dann eine kleine Sonderausgabe zu Weihnachten und zum Jahresabschluss. Lasst euch einfach mal überraschen, was wir da so bieten. Genau. Haben wir dann auch diese roten... Wir wollen nicht zu viel verraten, was wir dann so haben. Ja. Mit Beleuchtung mit und Musik. Ich hätte aber gerne einen Elch gewonnen. Na gut. Ja, dann bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und uns hat auch wieder viel Freude gemacht. Definitiv. Wir hoffen, ihr habt was gelernt. Könnt ein paar Funktionen bei euch einbauen, nutzen. Stellen euch zufrieden. Ich denke schon, dass da ein bisschen was dabei war. Wir sagen einfach bis zum nächsten Mal. Genau. Bleibt uns gewogen. Wir machen jetzt Feierabend. Alles Gute, genau. Wir machen Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten. Tschüss.